10. September 2016. Wir treffen uns am Bürgergarten und fahren nach Bad Schlema. Nun treffen alle langsam ein. Wir fahren mit Privat-PKWs und deshalb nochmal eine Beratung. Los geht's! Unser erstes Ziel ist erreicht. Wir wurden einwandfrei über den Abbau des Urans in dieser Gegend informiert. Ich habe einen Journalist gehabt, der hat mein Buch geschrieben, einen Artikel geschrieben unter der Überschrift "Es begann mit einer Lüge", weil ja das Unternehmen Wismut bezeichnet wird. Das ist Wismut. Hundeschwer, Metall. Wismut hat man von 1456 bis 1946 in Neustädtel abgebaut. Jetzt geht's weiter zum Mittagessen. Gut gestärkt besichtigen wir die Kirche St. Wolfgang in Schneeberg. Sind wir nicht winzig? Erst noch ein paar Außenaufnahmen. Und dann wieder rein. Unsere letzte Station ist das Zeitplanetarium und die Sternwarte.
Im Jahr 1889 veränderte sich die Skyline von Paris für immer. Immer höher über die Stadt hinauswachsend erhob sich ein Gitterwerk aus Eisen bis in die Wolken. Eigentlich als vorübergehendes Bauwerk für die große Weltausstellung in diesem Jahr erbaut, wurde der Eiffelturm zum Symbol von Paris und der gesamten französischen Nation. Dieser Pariser Turm machte den Namen seines Architekten Gustave Eiffel unsterblich symbolisiert. Die Oper von Sydney ist nur eine von vielen Pflichtdestinationen für den modernen Reisenden. Zusammen mit der chinesischen Mauer, der Freiheitsstatue, der Akropolis und den Pyramiden von Gizeh. Es war dieses Bauwerk, die große Pyramide, die den Rekord als höchstes Gebäude der Erde über 4,5 Jahrtausende gehalten hat. Verschiedenheiten aus, als die Weltöffentlichkeit aufgefordert wurde, 7 neue Weltwunder zu wählen. Die Regierung Ägyptens sandte sogar eine offizielle Beschwerde aus, dass eines ihrer größten Monumente trotz seines rechtmäßigen Platzes in der Geschichte auch als Teilnehmer antreten musste. Der Göttin der Jagd und der Fruchtbarkeit. Gestaltet in einem beinahe ägyptischen, mumienartigen Stil. Sie bestand aus Gold, Silber und Elfenbein. Ihr gemeißeltes Gewand war verziert mit Reliefs von Tieren und Bienen. Besucher waren schier überwältigt von der reinen Schönheit des Gebäudes, das vollständig aus Marmor errichtet war. Auf die Insel, nur um die Trümmer zu bewundern. Als im Jahr 654 nach Christus arabische Armeen die Insel übernahmen, brachten sie beinahe 900 Kamelladungen an Bronzeschrott von dort weg. Obwohl der Koloss nur für kurze Zeit Bestand hatte, währt seine Legende bis heute und gibt ihm seinen rechtmäßigen Platz unter den 7 Weltwundern. Seine Flamme wurde von einem gigantischen Spiegel reflektiert und soll bis zu 50 Kilometer weit zu sehen gewesen sein. Und mit einer Höhe von beinahe 140 Metern war er eines der höchsten Gebäude der Welt. Heute sind berühmte, nutzbare Gebäude Wahrzeichen für ihre Länder und Städte, wie das Empire State Building in New York oder die Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia. Denn auch unser Universum ist voll von Wundern. Und es sind die Sterne, zu denen wir jetzt reisen werden, um 7 andere Wunder zu sehen. Die 7 Naturwunder des Himmels. Saturnmonde gerade einmal ein 50stel unseres Erdmondes groß. Dies war zweifellos ungewöhnlich für einen Himmelskörper, der größtenteils aus Eis bestand. Es scheint nun, dass diese Eruptionen auf diesem Mond dazu beigetragen haben, einen der riesigen Ringe des Saturn zu bilden, die erfolgreich auf der Oberfläche von Titan, dem größten der Saturnmonde, landete und Bilder machte. Diese enthüllten eine tiefgefrorene Oberfläche mit organischen Elementen, wie sie auf der Erde vor 4 Milliarden Jahren vorkamen. Heuchens entdeckte auf Titan Berge und Täler, aktive Vulkane und sogar Flüsse und Seen aus flüssigen Naturgasen. Oben auf dem Dach. Mit vielen Eindrücken geht's nun wieder nach Hause. Das war ein wunderschöner Tag und wir danken ganz, ganz herzlich der Familie Bauer für die Organisation.